Tatsächlich eine Sache, die ich jetzt im Laufe des Tages, wo ich echt drüber nachgedacht habe, also dieses Thema mit der Körpernähe und so weiter, ist mir schon richtig wichtig, weil ich bin halt irgendwie so auch touchy, keine Ahnung. Und ich weiß. Es wäre tatsächlich ein Ausschlusskriterium, wenn du sagen würdest, es ist einfach eine Sache, die dir gar nicht wichtig ist. Komm, wir, also ich liege jetzt schon im Bett und kuscheln, also ist das jetzt. Schon, ja. Ich gebe sehr viel. Ich glaube, das merkst du auch so gerade von meinem Gefühl her und von dem, wie ich dich berühre und dass wir auch relativ schnell das Commitment hatten, dass wir so beieinander schlafen jetzt. Was ich aber hätte jederzeit irgendwie ändern können. Also ich finde, das hatte jetzt nicht so eine große Gewichtung irgendwie. Also hatte schon anfangs, aber ich habe ja gesagt, das kannst du ja jederzeit, also kann sich ja von beiden Seiten jederzeit ändern. Es wäre nicht unwahrscheinlich, dass ich nicht auch andere Frauen so grundsätzlich interessant finden könnte, Konjunktiv, weil ich nämlich einfach auch momentan happy bin mit dir und auch seit spätestens heute Morgen gesagt habe, ich möchte nur dich. Ich habe einfach echt ein Problem so damit, dass ich vor allem jetzt einem Mann so dieses Vertrauen wieder schenken kann. Ja, und wenn jetzt nicht irgendwie total irgendwelche krassen Sachen passieren, so, dann bleibt es auch fertig. Ich muss wirklich das Gefühl haben, dass sich der Mann einfach für mich als Person interessiert. Ich habe heute bei unserem Date tatsächlich zwei, dreimal dran gedacht, dass du wirklich richtig, richtig schön bist. Dankeschön. Das ist nett, oder? Ich bin schlecht in Komplimenten. Ey, und ich bin voll schlecht in Komplimente annehmen. Ich kann Steffis Unsicherheiten komplett verstehen, nachvollziehen und ich möchte ihr ein gutes Gefühl geben. Würdest du dich mal zu mir drehen? So. Und was sehen wir dann? Nichts. Also, aussieht jetzt nicht so, aber ich habe das. Ach so. Okay, gut. Okay. So mega schnell, so von hier nach gleich. Ja, das, manchmal bin ich sehr überraschend. Stimmt. Nein, ehrlich gesagt nutze ich dich gerade nur aus, weil mir ein bisschen kalt war. Es war wirklich so schön, mit einer Person da zu sitzen. Und dann dachte ich mir, also jetzt kannst du auch mal ein bisschen romantisch werden. Gut, gut. Wie fandest du das Golfen? Ellie, wie fandest du das Golfen? Nee, war schön. Den Anfang des Dates fand ich ziemlich gut und ab irgendeinem Punkt war ich, glaube ich, nur noch so ein bisschen verwirrt. Ah, mal gucken, was uns gleich erwartet, wenn wir zurückkommen. Drama, Chaos. Wir können uns dann Gedanken machen, wenn wir da sind. Ja, ist doch so. Sorry, aber ich komme da jetzt gerade echt nicht mehr mit. Was ist los mit dir? Gar nichts. Gar nichts. Du willst rumknutschen. Hä? Du willst rumknutschen. Gut, dann nicht. Obwohl er ja im Gespräch gesagt hat, dass ihm Körpernähe total wichtig ist, dann würde ich das machen oder würde ich es wollen. Dann ist ihm irgendwie, also ich, hä? Ich stehe nicht nur den Singles mit Rat und Tat zur Seite, sondern auch euch. Hier geht es zu den neuen Folgen und hier geht es zu allen Videos auf YouTube.